Jetzt haben wir viel über Aktien gesprochen, über Gewinner und Verlierer. Die SolarWorld-Aktie, die gewinnt heute am Montag zweistellig. Und darüber spreche ich jetzt, über dieses Phänomen mit Florian Söllner. Er ist leitender Redakteur beim Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Söllner, die SolarWorld-Aktie gewinnt heute in der Spitze zumindest knapp 15%. Wie ist denn dieser Kursaufschlag zu erklären? Guten Tag. Ja, gute Frage, weil fundamental auf jeden Fall nicht. Das ist fundamental nicht zu erklären. Gezockt wird er immer wieder bei SolarWorld. Man sieht schon die letzten Wochen immer mal wieder deutlich im Plus, aber der Verlust ist dann immer wieder größer. Seit Anfang des Jahres gibt es einfach einen Abwärtstrend. Die Aktie hat sich schon getrittelt, trotz oftmaliger Kursausschläge auch nach oben. Möglich ist, dass jetzt die Einigung der EU mit China über einen Mindestpreis für Module hier für ein bisschen Fantasie bei Zocker sorgt, aber mehr auch nicht derzeit. Am 5. und auch 6. August, da gibt es ja die Gläubigerversammlungen. SolarWorld selbst erwartet ja die Zustimmung der Anleihegläubiger zum Restrukturierungsprozess. Könnte denn hier überhaupt noch was anbrennen oder ist alles in trockenen Tüchern? Also die Chancen sind auf jeden Fall viel besser geworden. Jetzt zuletzt waren nur 20% des Anleihekapitals vor Ort. 50% mindestens müssen vor Ort sein. Also jetzt werden bessere Chancen eingeräumt. Auch Presseberichte schreiben davon, dass jetzt institutionelle Anleger doch vor Ort sein werden und abstimmen werden. Möglich ist natürlich alles. Es gibt keine Garantie, aber klar ist, die Gläubiger wissen, sie müssen zustimmen, weil die Alternative wäre einfach, dass SolarWorld pleite geht und das will dann doch keiner. Ja, statt einschneidender Strafzölle, da führt die EU ja nur Mindestpreise und eine Mengenbegrenzung jetzt ein. Kann sich SolarWorld denn jetzt überhaupt freuen? Also eigentlich nicht. Der Kurs freut sich heute ein bisschen, deshalb dürfte aber ein Fehlsignal sein, weil selbst die Initiative, die ja SolarWorld mit initiiert hatte, EU pro Sun, selbst die will dagegen klagen, weil es ist nicht das, was sich SolarWorld erhofft hatte. Es gibt jetzt einen Mindestpreis von 57 Cent pro Watt, den die Chinesen verlangen müssen für die Module in Europa. Aber das hilft SolarWorld wenig, da die Kosten europäischer Hersteller immer noch darüber liegen dürften. Ich hatte auch mal SolarWorld Solarexperte Hummel nochmal gesprochen heute, der hat auch nochmal gesagt, das stärkt eher die Premiumhersteller aus China. SolarWorld wollte die ja treffen, die chinesischen Konkurrenten, aber es stärkte eher, da nur kleinere chinesische Hersteller hier nicht mehr mitgehen können mit solchen Preisen und das stärkt die Konkurrenz von SolarWorld eher. Hinzu kommt, ich hatte gerade einen Insider nochmal gesprochen, eine Solarfirma, dass einfach der Solarmarkt in Deutschland immer noch sehr mäßig nur aktiv ist. Also es gibt eigentlich keinen großen Grund für SolarWorld, sich derzeit zu freuen. Dann abschließend noch, wie lautet denn Ihr Kursziel für SolarWorld? Also wir raten jetzt seit Jahren zu verkaufen und raten auch jetzt noch zu verkaufen. Im Best Case, wenn dann die Rettung gelingt, hätten ja die Altaktionäre nur 5% einer neuen Firma. Insofern liegt der faire Wert tatsächlich eher bei 0,1 Euro als bei 0,5 Euro. Und wir raten ganz klar weiter zu verkaufen, zumal die operativen Probleme hier weiterhin sehr groß sind. Florian Söllner, besten Dank für Ihre Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.